In dem heutigen Video zeige ich euch, wie man Metallteile in Altholz aufspürt, weil da sind ja nicht nur offensichtlich Metallteile dran, oder manchmal sind ja solche Metallteile auch im Holz drin versteckt, die man nur sehr schlecht sehen kann. Und da hätte ich ja schon bald mal meine Hobelmesser kaputt gemacht damit, und deswegen habe ich mir hier so einen Metalldetektor gekauft. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ja, und als erstes zieht man heute mal diese Teile hier raus. Jetzt werde ich das Ganze am ersten Mal sauber machen, weil da noch die alte Farbe und der Putz dran hängt. Das ist ja offensichtlich ein Metallteil, aber was es genau ist, weiß ich nicht, weil das ist auf der Innenseite von dem Fensterrahmen. Ich weiß nicht, was da befestigt war, aber das schneide ich jetzt einfach so einen Schlitz rein, damit ich es rausdrehen kann. Was auch immer das war. Jetzt sind alle Metallteile, also alle sichtbaren Metallteile hier draußen. Und jetzt schauen wir mal, ob das dann auch wirklich so ist. Bloß, ich kann es nicht da einfach so liegen lassen, weil natürlich da in der Werkbank auch Metall drin ist. Und deswegen hänge ich das einfach hier an einer Schnur auf. Und jetzt kann ich mit dem Metalldetektor das Ganze prüfen, ob da noch Metallteile drin sind. Es soll ja keine Werbesendung werden, sondern das ist jetzt im Prinzip nur Information. Ich habe mir das Teil ja selber gekauft und wird so geliefert, wie es hier liegt. Eine Bedienungsanleitung, eine Trageschnur, ein Halfter, das man im Gürtel spannen kann, damit man das dann da reinschieben könnte. Batterie, und die kommt hier hinten rein. Kann man falsch rum nicht reinmachen, ist ganz einfach, rein, zudrehen, fertig. Das Teil ist spritzwassergeschützt oder IP68, was immer das bedeutet. Es steht drin, bis 3 Meter Tiefe, Wassertiefe ist geeignet. Also kann man auch unter Wasser was erkennen. So, jetzt werden wir mit dem Metalldetektor mal unterschiedliche Materialien testen. Ich habe das Mikrofon hier so angebracht, weil sonst hört ihr nämlich das Piepsen gar nicht. Ich schalte es jetzt ganz normal ein. Jetzt ist der Modus, der wo nur piepst, und das passt den nehmen wir her. Und natürlich ist wichtig, dass unter dem Tisch jetzt zum Beispiel hier nichts drinnen ist, weil sonst verfälscht es ja das Ergebnis. Aber wir nehmen jetzt mal diese alten Nägel her, die wo ich vorher rausgezogen habe. Jetzt bin ich mal vielleicht 7-8 cm weg und ihr könnt schon lokalisieren. Das ist jetzt Kupfer. Dann haben wir ganz normal die Alufolie. Das Aluminium-Druckguss. Das ist jetzt Edelstahl. Und jetzt haben wir noch ein Messingrohr. Funktioniert also wunderbar. Wenn
man einschaltet, dann sollte man nicht in der Nähe von metallischen Teilen sein und nicht irgendwie rumhantieren, dass er nicht irgendwo nur irgendwo zu Metallteile in die Nähe kommt. Also einfach einschalten, warten. Jetzt funktioniert er. Scheint nichts drin zu sein. Ah, da ist was drin. Ich habe es jetzt mal umgedreht und wer sich jetzt mit Holzfenster ein bisschen auskennt, wie es die früher gemacht haben, der weiß, dass da ein Nagel drin ist. Aber wer das nicht weiß und von der Seite sieht man das auch nicht, weil der Nagel von innen reingemacht worden ist und das haben sie dann wieder verspachtelt, das Ganze. Und wenn wir das jetzt mal umdrehen, dann sieht man eigentlich hier nur einen ganz kleinen Klecks. Nehmen wir das drüber vor. Ab hier kennt ihr schon, dass ein Metallteil da ist. Jetzt bin ich ziemlich zentral. Das ist wieder weg. Wie der Nagel da drin ausschaut, das zeige ich euch jetzt. Als erstes werde ich das Teil jetzt einmal abschneiden, weil wir das dann spalten können, weil das Teil brauche ich ja noch. Da ist er. Okay. No. Dieser weiche Nagel, oder? Ja. Aber das Teil hat es erkannt, nicht? Und für Sägeblatt ist es bestimmt besser, wenn man nicht durchschneidet. Hier sieht man nochmal einen Nagel. Das ist jetzt von einem längeren Teil. Da war so ein Riegel drin. Und der Nagel selber ist ungefähr 2 mm unter der Oberfläche. Und ich versuche jetzt mal, ob ich den hier rausbringe. Nein. Hier ist er. Jetzt wird der eine oder andere sagen, lohnt sich das überhaupt? Von so einem alten Türrahmen, die Nägel raus und so weiter und das Holz dann verwenden, hobeln, schneiden und so weiter. Ja, natürlich ist es ein Aufwand, aber ich könnte mir jetzt in der Zeit ja sowieso auch nichts anderes verdienen. Also jetzt habe ich mir heute ein bisschen Holz verdient. Ja, okay. Ich denke schon, dass es rentiert und das Teil ist günstiger wie ein Sägeblatt. Diese Teile werde ich jetzt auftrennen, aushobeln. Und dann schauen wir, was effektiv dabei rausgekommen ist. Das ist jetzt die Ausbeute von dem Fensterstock. Und was mich etwas wundert, warum das wesentlich heller ist als das andere, weil ich habe mir gedacht, das ist Mahagoni, aber das, warum schimmert das dann so hell? Kann mir das jemand sagen? Das ist dasselbe Holz. Zumindest war es derselbe Fensterstock.
Ja, dank diesem Metalldetektor hat jetzt das alles wunderbar funktioniert. Es war kein einziges Metallteil mehr drin. Ich verlinke euch den in der Videobeschreibung. Ihr müsst den nicht kaufen, weil ich habe nichts davon. Es ist nur, ich habe mal das Teil gekauft, habe probiert, habe euch gezeigt. Ich finde ihn gut. Es gibt günstigere, es gibt teurere. Also könnt ihr euch kaufen, was ihr wollt. Aber wenn ihr sowas mit Altholz macht, ist das bestimmt nicht schlecht. Dann habe ich da ein paar Paletten gehabt. Das ist dann ein Fichtenholz, das mehrere war Rinde dran. Das habe ich jetzt wieder komplett wieder für den Kachelofen hergerichtet, weil da sind bei dem Fichtenholz, bei der Palettenholz, sind da unten teilweise auch Steine drin. Und das will ich meinem Hohlmesser nicht antun. Noch dazu ist es ein sehr, sehr billiges Fichtenholz. Also ja, da ist es gescheiter und ihr kauft sie dann ein neues. Okay, also in dem Sinne, nimm's leicht und mach's dir leicht. Weil mit meinen Tipps wird's leichter. Servus!